Nach der Blockade des Flughafens Berlin-Brandenburg durch Klimaaktivisten am gestrigen Abend haben Politiker verschiedener Parteien die Aktion scharf kritisiert. Den Hauptstadtflughafen zu blockieren sei eine erneute Eskalation und absolut inakzeptabel, schrieb etwa Bundesinnenministerin Faeser auf Twitter. Klimaaktivisten der sogenannten letzten Generation hatten am Abend den Flugbetrieb am Hauptstadtflughafen BER für fast 2 Stunden lahmgelegt. Der Betrieb musste in dieser Zeit auf beiden Start- und Landebahnen gestoppt werden. Tausende Fluggäste waren davon betroffen. Gegen die Klimaaktivisten wurde Anzeige erstattet. Live auf Twitter streamen die Aktivisten der letzten Generation ihren neuesten Coup. Erst durchschneiden sie den Sicherheitszaun des Hauptstadtflughafens, kleben sich dann mitten auf dem Rollfeld fest. Für knapp 2 Stunden geht hier nichts mehr. Wir hatten 15 Flugzeuge, die nicht den Flughafen Berlin-Brandenburg ansteuern konnten. Die mussten ausweichen auf andere Flughäfen und hier am Flughafen wiederum konnten 5 Flüge nicht starten. 3.000 bis 4.000 Fluggäste waren von der Blockade betroffen. Viele sind sauer. Ich kann alle Termine für morgen canceln und Kids sind allein zu Hause. Die Anliegen, die die haben, verstehe ich. Ob das der richtige Weg ist, wage ich zu bezweifeln. Ich habe kein Verständnis und ich hoffe, diesmal hat es echte Konsequenzen. Die fordert auch Verkehrsminister Wissing. Die Aktionen der letzten Generation würden immer skrupelloser. Und die CDU kritisiert die offenbar laxen Sicherheitsvorkehrungen. Diese Angriffe auf die Infrastruktur, dass die so einfach möglich scheinen, das muss dringend nachgebessert werden. Das ist ein klares Versäumnis. Die Polizei nahm mehrere Aktivisten vorläufig fest. Auf sie warten Anzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Flugverkehr, Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung.